Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal Depression. Es geht trotzdem weiter. Heute gucken wir uns mal wieder eine ergänzende Behandlungsmethode von Depressionen an. Das Video ist dabei wie immer in drei Teile geteilt. Wir starten gleich mal mit den grundlegenden Sachen zur sogenannten Wachtherapie bzw. dem therapeutischen Schlafentzug. In dieser ergänzenden Methode geht es darum, dass unter therapeutischer Aufsicht die Patienten gewollt um ihren Schlaf gebracht werden. Diese Therapieform oder diese Behandlungsform ist relativ leicht durchzuführen und wird meistens bei stationären Aufenthalten genutzt. Diese Form soll dabei helfen, die Zeit zwischen dem Beginn der Behandlung mit Medikamenten bis hin zum Wirkeintritt der Antidepressiva zu überbrücken. Es handelt sich hierbei um eine unterstützende Maßnahme der anderen Therapieformen. Ungefähr zwei Drittel, also so 60-70% der Patienten sprechen dabei gut auf diese Behandlungsmethode an. Wichtig ist aber bitte zu beachten, diese Behandlungsmaßnahme ist keine Heilmethode, sondern soll die anderen Therapieformen unterstützen. Kommen wir nun zum Ablauf dieser Wachtherapie. Es ist eigentlich relativ einfach. Die Wachtherapie wird ungefähr 2-3 Mal in der Woche durchgeführt. Dabei werden die Patienten dann ungefähr nach so einem Drittel der Hälfte ihrer Nachtruhe geweckt. Meistens ist das so gegen 1 Uhr. Den Rest der Nacht werden sie dann halt betreut und wirklich bis zum Morgengrauen wach gehalten. Gucken wir uns jetzt die Wirkung, die Wirkmechanismen und die Nebenwirkungen an. Schauen wir als erstes auf die Wirkung. Die Wirkung tritt eigentlich bei den meisten Patienten sofort am nächsten Morgen auf und sie ist stimmungsaufhellend. Diese Stimmungsaufhellung hält in der Regel 1-2 Tage an. Spannend ist hierbei, dass der Wirkmechanismus, warum das überhaupt funktioniert, gar nicht abschließend geklärt ist. Ein Erklärungsansatz ist allerdings, dass bei uns Menschen, die wir ja unter Depression leiden, unser Schlafrhythmus gestört wird. Und durch dieses ungewohnte, auf einmal gewollte Durchbrechen dieses Arrhythmuses, dieser Unregelmäßigkeit, wird vermutet, dass dadurch eine Wiederkehr des Rhythmuses hergestellt wird und dass unser Gehirn deswegen positiv darauf reagiert. Schauen wir uns jetzt die Nebenwirkungen an, beziehungsweise auch die Kontraindikation. Dieses Therapieverfahren ist ein Verfahren, das sehr wenige Nebenwirkungen hat. Zwei sind davon, wenn sie auftreten, die meisten Patienten berichten davon eigentlich eher das nicht, sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Die meisten Patienten berichten allerdings eher davon, dass sie eher aufgekratzt sind nach der Wachtherapie. Was auch auftreten kann, ist, dass die Menschen an Kopfschmerzen leiden, wenn sie an der Wachtherapie teilgenommen haben. Schauen wir uns jetzt die Kontraindikationen an, wann die Wachtherapie lieber nicht eingesetzt werden sollte. Vorwiegend wird sie nicht bei Menschen eingesetzt, die an Krampfleiden erkrankt sind. Zum Beispiel den zerebralen Krampfleiden. Auch ist es nicht empfehlenswert, wenn Menschen an einer wahnhaften Depression erkrankt sind. Ebenso wird die Wachtherapie nicht eingesetzt, wenn Menschen an akuter Suizidalität leiden. Ich hoffe, ich konnte dir diese Wachtherapie ein wenig näher bringen. Und wenn du Erfahrungen damit hast, mit diesem Thema Wachtherapie, schreib es doch mal bitte in die Kommentare, ob und wie sie dir geholfen hat. Ansonsten wünsche ich dir eine angenehme Woche und dass wir uns nächste Woche hier auf dem Kanal wiedersehen. Bis dahin, pass gut auf dich auf, dein MK.